Moin Leute, PV-Heimspeicher sind eigentlich eine richtig geile Sache, aber sind jetzt Leute wie ich mit Heimspeicher von Solaranlagen total egoistisch und ist das alles total kacke fürs Stromnetz? Kostet das den Staat, also uns alle, auch noch mega Kohle? Solche Vorwürfe stehen aktuell im Raum. In diesem interessanten Artikel von E-Fahrer drückt der Ökonom Professor Leon Hirt es zwar nicht ganz so drastisch aus, aber es geht ihm schon darum, dass PV-Akkus meistens schon am Vormittag voll sind und dann alle einspeisen, und das ist tatsächlich kacke fürs Netz und kostet uns auch alle richtig, richtig Kohle. Ich erkläre euch heute die Hintergründe und zeige auch Lösungen auf, aber auch, dass hier jahrzehntelanges Versagen der Politik ein Riesenproblem ist, denn es gibt absolut gar keine Anreize, sich netzdienlich zu verhalten, ganz im Gegenteil sogar. Ausgezeichnet. Nee, das ist nicht wirklich ausgezeichnet, denn ich werde euch hier und heute das Ganze sogar wissenschaftlich belegen, und jetzt legen wir einfach mal los, also los geht's. Okay, bevor es weitergeht, möchte ich euch den Sponsoren des heutigen Videos vorstellen, und das ist Surfshark. Das ist ein Anbieter für VPNs, und was ist das jetzt und macht das überhaupt Sinn für euch? Ganz einfach erklärt ist das eine Software, die deine komplette Internetverbindung verschlüsselt und über einen sicheren Server umleitet, wodurch deine IP-Adresse verborgen bleibt und auch deine Online-Aktivitäten privat und sicher sind. So, und das hier ist verdammt wichtig, denn es ermöglicht dir auch, auf Inhalte zuzugreifen, die zum Beispiel in deinem Land blockiert sind, indem es einen virtuellen Standort ändert. Das sieht so aus, als kämst du zum Beispiel aus den Niederlanden oder so, das kannst du dir dann aussuchen. Streaming ist hier am wichtigsten, denn du kannst damit Inhalte sehen, die nur in anderen Ländern verfügbar sind, oder zum Beispiel im Urlaub kannst du dann auch auf Netflix Deutschland irgendwie zugreifen. Oder aber, jetzt haltet euch fest, beim Buchen von Flügen zum Beispiel kannst du einen krassen Unterschied machen, von wo ihr den Flug bucht. Zieht euch das rein. Hier kostet dieses Hotel 629 Euro pro Person, wenn ich es aus dem Standort Deutschland buche. Stelle ich jetzt einen Surfshark, den Server, auf die Niederlande ein, dann kostet derselbe Flug, dasselbe Datum, es ist wirklich alles exakt gleich, 591 Euro, also 38 Euro pro Person weniger. Bei zwei Personen dann logischerweise 76 Euro. Und das finde ich schon relativ beachtlich, weil es einfach auch kaum Arbeit ist. Also musst du wirklich nur kurz anklicken, fertig. Wenn du den Link surfshark.com/akku verwendest, bekommst du nochmal 4 Monate gratis dazu, und es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also du kannst das ganz entspannt testen und wenn es nicht passt, dann auch wieder kündigen. Alles klar, zurück zum Thema. Also, sind Heimspeicher überhaupt so eine große Sache und müssen wir darüber reden? Ja, und wie? Ihr seht hier ein Diagramm von allen installierten Speichern in Deutschland, und dieser fette Anteil hier, das sind nur Heimspeicher. Insgesamt haben wir schon 12 Gigawatt an Leistung am Start, also insgesamt. Da Batteriespeicher eher Speicher sind, die kurzfristige Schwankungen ausgleichen, interessiert uns hier die Leistung, und die Kapazität ist jetzt hier eher zweitrangig. Natürlich ist die auch wichtig, es korreliert aber sehr stark miteinander. Okay, also aktuell gibt es fast nur Heimspeicher. Es ist erstmal geil, weil Energiewende in Bürgerhand, aber sind 12 Gigawatt eigentlich viel, und wie viel ist das eigentlich? Also das müssen wir jetzt irgendwie mal einsortieren. Was machen wir jetzt damit? Hier seht ihr mal, was Deutschland Ende April 2024 so an Strom produziert hat. Die spezielle Woche ist jetzt hier unwichtig, mir geht es nur so darum, dass ihr eine Größenordnung hier bekommt und so ein bisschen Gefühl für die Zahlen. Das schwankt ganz schön, das seht ihr, und hier zum Beispiel ist gerade viel Photovoltaik am Start, das ist dieser dicke gelbe Block, und damit sind wir dann bei circa 60 Gigawatt an Leistung. Und nachts natürlich logischerweise nicht, da sind wir dann bei nur noch ca. 30 Gigawatt an Leistung. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal so ein Beispieltag. Es geht jetzt auch nicht speziell um diesen Tag, und das soll jetzt auch nicht bewertet werden. Es geht nur darum, dass ihr das so versteht. Okay, zeigen wir hier nochmal die Last an, und ihr seht, die schwankt auch. Tagsüber ist da ein bisschen mehr und nachts dann was weniger. Also auch das ist jetzt kein großes Wunder. Genauso würden wir es dann auch erwarten. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier den Fall, dass wir viel mehr PV haben, als wir aktuell brauchen. Und das ist halt so ein Problem. Also ihr seht, die Last ist kleiner als das, was wir dann wirklich an Energie haben. Weil PV können wir ja nicht oder nur sehr schwer steuern. Das ist schwierig. Und jetzt könnte man natürlich denken, warum wird denn dieser Part nicht von unseren Heimspeichern eigentlich abgegriffen? Bevor wir jetzt in die Erklärung gehen, ich zeige bald nochmal meine neue DIY-PV-Anlage. Also ich habe jetzt hier richtig viel geändert. Wir haben jetzt einen dicken, fetten Daye 12K-Wechselrichter dran, Notstrom und richtig dicke Leitungen. Also ist ganz, ganz spannend. Ich werde euch zeigen, wie und was ich da gemacht habe, was es gekostet hat, was es gebracht hat. Also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. Okay, zurück zum Thema. Rein theoretisch, um ein Gefühl für die Größen, wie zum Beispiel Gigawatt zu bekommen, würden unsere 12 Gigawatt an Speicher das denn jetzt eigentlich schaffen, also diese Schwankungen auszugleichen. Jetzt mal nur an dem Tag, wie gesagt. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber an diesem einen Tag schauen wir uns das mal an. So, zwischen Last und Erzeugung sind hier so circa 20 Gigawatt an Differenz. Also ihr seht, das ist ungefähr der Abstand. Also ungefähr die Hälfte davon könnten wir in dieser Woche schon mal jetzt mit den vorhandenen Speichern bereits abgreifen und dann später nutzen, wenn wir sie brauchen, oder halt langsamer dann wieder einfließen lassen. Und das ist jetzt eine relativ einfache Betrachtung, wie gesagt, und die gilt auch nur für diesen Tag. Aber ihr bekommt schon mal eine Idee von der Leistung und
und dem Speicher, was wir da so haben, es ist halt einfach schon eine ganze Menge. Das wollte ich euch damit zeigen. Und grundsätzlich müsste man jetzt hier eigentlich erstmal sagen, das klingt ja super geil, wo liegt denn jetzt das scheiß Problem? Also eigentlich ist das doch alles tipptopp. So, bevor es weitergeht, wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, benutzt bitte irgendwo in eurem Kommentar das Wort das in Großbuchstaben. So können wir euch von Bots oder auch von Leuten unterscheiden, die einfach nur auf den Titel antworten und so die Qualität der Kommentare einfach zerstören. Da danke ich euch für und jetzt geht's direkt weiter. Okay, wollen wir mal sehen, was der Strompreis so macht, wenn ein krasser Überschuss da ist. Der Strompreis, seht ihr hier, geht ins Negative. Ist krass, oder? Und was bedeutet das jetzt? Ein Riesenproblem ist aber, da der Strom dann an der Börse einfach ultra günstig ist, ihr aber trotzdem eure Einspeisevergütung bekommt, also bei mir zum Beispiel sind es 7 Cent, dann muss die Differenz ja irgendwer bezahlen. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen und das bezahlt der Staat, also wir. So, und diese Einspeisevergütung ist sowieso ein Modell, was von Anfang an nur auf Zeit geplant war. Also das heißt, die wird in einigen Jahren sowieso auslaufen und das hilft aber kaum, da die bestehenden Verträge ja weiterlaufen und zwar über 20 Jahre. Also selbst wenn man das jetzt verkürzen würde, würde das jetzt gar nicht mal so krass helfen irgendwie. Wir hätten dann immer noch ein großes Problem. Und deswegen bräuchten wir eigentlich unsere Heimspeicher, die das Problem ja wirklich krass entschärfen könnten. Das tun sie aber nicht und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Ich nehme mich jetzt einfach mal selber als Negativbeispiel. Nehmen wir mal meine PV-Anlage. Die ist natürlich relativ groß mit ca. 12 kW an PV-Power und einem 33 Kilowattstunden Akku. Aber das Problem bleibt auch für kleinere Anlagen dasselbe. Hier seht ihr meine PV-Leistung für einen Tag Ende September. Also ein Monat, wo die PV eigentlich schon gar nicht mal mehr so viel liefert. Schauen wir uns nochmal den Akku SOC an, also den State of Charge, also quasi den Ladezustand in Prozent. Also ist er voll oder leer? Das ist die gelbe Kurve und ihr seht, dass das Teil schon um 13 Uhr voll ist. Und macht euch hier bitte nochmal klar, mein Akku ist riesig und die PV leistet Ende September einfach eigentlich nicht mehr viel. Und wir heizen auch noch mit Strom, das heißt, wir haben eigentlich auch einen hohen Verbrauch. Und bei einem kleineren Akku wird das Problem noch erheblich schlimmer. Ja, und dann passiert, was passieren muss, die Anlage speist um 13 Uhr volles Rohr ein. Wollen wir mal sehen, was der Strompreis für Deutschland macht. Ja, der geht auch auf null runter, wie ihr seht. Und hier bitte nicht wundern. Das geht nicht nur um negative Preise, also die sind nicht nur das Problem, sondern einfach niedrige Preise. Das heißt, jeder Preis unterhalb eurer Einspeisevergütung, den muss halt irgendwer dann bezahlen. Ne? Und darum geht's. Ich bekomme halt meine 7 Cent Einspeisevergütung und die Differenz, also zwischen 0, das, was der Strom an der Börse gerade wert ist. Und den 7 Cent, ja, die muss der Staat bezahlen, also ihr. Und das ist halt das große Problem. Und es wird jetzt noch bekloppter, und zwar so richtig. Ich nutze sogar mein eigenes Open-Source-Optimierungssystem. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mithelfen. Hier unten ist der Link, welches sowas genau steuert. Also genau das sollte eigentlich sowas ausregeln. Also wann wird der Akku genutzt, wann speise ich ein, wann wird mein E-Auto geladen und so weiter. Und das tut es mathematisch optimal, und zwar kostenoptimal und auch verlustoptimal. Also es versucht halt für mich, die Kosten zu minimieren, aber auch die Verluste zu minimieren, zum Beispiel die durch den Akku entstehen. So, und ich habe ja jetzt auch dynamische Stromtarife und das alles wird berücksichtigt und ich plane die nächsten Tage quasi also wirklich intelligent, so gut wie es geht. Und es ist einfach ein stumpfer Algorithmus, also der hat jetzt keine Gefühle oder so, dem ist das scheißegal, der macht das, was er soll. Und jetzt haltet euch fest, selbst der Algorithmus sieht keinerlei Sinn darin, irgendwie netzdienlich zu arbeiten, denn ich bekomme ja immer meine 7 Cent und der Akku ist sowieso ständig voll. So, und das ist einfach alles völlig schwachsinnig. Also so richtig. Und ihr werdet lachen, ich will das nicht mal. Das ist 100% politisches Versagen und das ist jetzt nicht nur die Ampel schuld, sondern das liegt schon viel, viel länger zurück. Das sind einfach Sachen, die schon seit einer halben Ewigkeit verpennt worden sind. So, und was wäre denn jetzt die Lösung? Darum soll es ja gehen. Wir wollen ja irgendwie konstruktiv auch sein. So, jetzt Ökonomen wie zum Beispiel Professor Leon Hirt, die propagieren jetzt, dass dynamische Stromtarife und variable Netzentgelte die Lösung sind. Also quasi alles auf Verbraucherseite. Und das wird sicherlich helfen, aber nur bedingt. Und das halte ich auch für ein Problem. Warum? Also ich zum Beispiel, ich habe ja dynamische Stromtarife und wie ihr eben gesehen habt, sind mir die einfach im Sommer bis Herbst scheißegal, schlichtweg, weil mein Stromverbrauch eigentlich bei absolut Null liegt. Und insbesondere bei Tagen, wo halt viel PV da ist, das sind ja die Tage mit negativen Strompreisen,
Kreisen, da brauche ich einfach keinen Strom zu beziehen. Das heißt, mir sind variable Netzentgelte und dynamische Tarif einfach absolut Hupe. Also mir jucken mich nicht. Und hier seht ihr, dass mein Akku selbst im September, wo eigentlich nicht mehr viel PV da ist, nur noch bis 75% runtergeht. Also der wird nicht mal annähernd vollständig genutzt, obwohl wir einen hohen Verbrauch haben. Mit einem 8 Kilowattstunden Akku wären wir eigentlich schon durch und hätten keinen Bezug mehr. Und das sind ja genau die Tage, die für die negativen Strompreise sorgen. Da PV-Module und auch Speicher immer günstiger werden, wird das tendenziell bei vielen Leuten ähnlich sein oder werden. Und das ist halt einfach das, was ich meine, so einen Tag zu überbrücken bei viel Sonne. Und das sind ja die Tage, von denen wir reden. Das können mittlerweile ziemlich viele Anlagen. Und ich glaube, an dem Punkt sind dynamische Strompreise einfach völlig egal. Also man sollte hier wirklich unterscheiden nach Größe der Anlagen. Das wäre auch nochmal so ein Wunsch von mir, den sich besonders vielleicht Leon Hirt nochmal angucken sollte, weil er ja auch das BMWK berät. Also ich halte das für wichtig, dass er sich das hier vielleicht nochmal detaillierter ansieht. Denn ich denke, man muss unterscheiden. Einmal bei größeren Anlagen, also mein Beispiel wäre das zum Beispiel die Grenze bei circa 8 Kilowattstunden Akku. Das hängt natürlich von der PV-Leistung und dem Verbrauch ab. Aber ab einer gewissen Größe, das können wir festhalten, bringen dynamische Stromtarife und auch variable Netzentgelte einfach gar nichts mehr. Ja, einfach weil ich gar keinen Strombezug habe und das heißt, mir ist es völlig egal, wie der Strompreis ist. Und hier wäre ein dynamischer Einspeisetarif sehr sinnvoll. Ja, sogar mit Untergrenze, also das heißt, es gibt auch so Tarife, die einfach so eine Grenze haben, bei 7 Cent zum Beispiel, jetzt wie bei mir. Das heißt, die kriege ich mindestens, also da kann ich gar nicht so viel verlieren. Aber dann hätte ich einen riesen Anreiz, mich netzdienlich zu verhalten. So, und dann muss man auch unterscheiden, kleine Anlagen. Also bei wirklich kleineren Anlagen, die den Eigenverbrauch halt nur sehr eingeschränkt abdecken können, reichen dynamische Netzentgelte völlig aus. Dann ist es was anderes. Ich selbst habe mich zum Beispiel schon bei Luox Energy angemeldet und bekomme bald eine variable Vergütung. Also genau das, wovon ich eben gesprochen habe, das möchte ich gerne machen. Also ich bekomme nicht mehr 7 Cent die Kilowattstunde fürs Einspeisen, sondern auch das schwankt dann stündlich. Aber die Untergrenze, das sind halt immer die Einspeisevergütung von 7 Cent. Also das ist eigentlich ziemlich cool. Man muss jetzt aber dazu sagen, das Ganze kostet auch irgendwie ordentlich Fixkosten. Das heißt, man muss hier schon ein System haben, ab wann sich das dann irgendwann auch lohnt. So, und das Ganze, was ich da jetzt mache, ist aber perfekt für ein intelligentes System, so wie ich das habe. Denn so kann ich meinen Strom, den ich erzeuge, viel effizienter vermarkten. Also ich kann ihn dann einspeisen, wenn er auch teuer ist. Und das bringt mir natürlich viel, weil 7 Cent kann man relativ schnell überschreiten. Und das sind dann auch genau die Punkte, wo die Nachfrage groß ist. Und genau das wollen wir, dass Anlagen zu dieser Zeit einspeisen. Und halt eben mittags, wo es billig ist, halt eben nicht. So, und jetzt kommt wieder der nächste Witz. Leider kann ich das immer noch nicht nutzen, obwohl ich mich da schon lange angemeldet habe. Das ist jetzt schon wirklich Wochen her, da ich immer noch kein Smart Meter Gateway bekommen habe. Und ein Smart Meter Gateway ist quasi, dass mein Stromzähler dann seine Daten an den Netzbeschreiber schicken kann. Das heißt, mein Stromzähler kann dann auch verschicken und das ist halt so im Moment das Ding, was bei mir noch fehlt und das fehlt bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten. So, und falls einige von euch jetzt sagen, ich bin doch schon bei Tibber zum Beispiel und die können das doch alles schon, die haben doch schon so ein Ding, das packe ich an die ER-Schnittstelle von meinem Stromzähler, das wird dann per WLAN verschickt und zack, haben die alles da. Das ist echt ziemlich cool gemacht. So, jetzt ist aber der Witz, dass die Daten von Tibber werden von den Netzbetreibern einfach nicht akzeptiert. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil nicht geeicht oder der scheiß Mond nicht richtig, keine Ahnung. Weiß der Deibel warum, ja? Wäre auch zu einfach, denn so macht es ja viel mehr Bock. Es kostet viel, viel mehr, dauert ewig, funktioniert nicht und dann, also noch, so wollen wir es schon haben, oder? Sonst macht es einfach keinen Spaß. Es muss schon schwer sein. So, okay, und bevor ich jetzt absolut im Dauerstrahl wegen der Digitalisierung abkotzen muss, wünsche ich euch jetzt lieber mal einen schönen Tag und sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen.